Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Das letzte Mal haben wir den Tempel des Erdlandes abgeschlossen und in dieser Folge möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Erst will ich allerdings diesen Eldin Scarabaeus hier einsammeln. So. Gut, prima. Und einige Sachen gibt's für uns zu erledigen. Allerdings nicht hier, sondern natürlich im Wolkenmeer. Und da wollen wir auch so gleich hin. Yo. Und Abflug. Als allererstes wollen wir mal schauen, dass wir unsere Steintafel abgeben und uns so den Weg ins nächste Gebiet schon mal eröffnen. Und dann gibt's, wie ich schon gesagt habe, ein paar Quests, die wir noch erledigen können. Und das wollen wir natürlich auch entsprechend tun. Jetzt will ich erstmal gucken, dass ich hier reinkomme. Das beschleunigt das Ganze ein bisschen. Prima. So, springen wir direkt hier ab. Und dann sollten wir vor der Statue der Göttin landen. Wunderbar. Schauen wir doch mal rein. Hep, 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 hep. Hui, hep 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 hep. Okay. Hui, sie passt genau und offensichtlich haben wir die Steintafel damit vervollständigt. Haha. Und der Weg öffnet sich. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Ja, nee, hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte eigentlich jetzt hier mich ausruhen und, ne? Wie auch immer. Gehen wir zurück. Und, ich würde sagen, Link hat sich mal auf jeden Fall nach diesem letzten Tempel eine kleine Ruhepause verdient. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Das heißt, wir gehen mal zurück in die Schule. Okay. Und in unser Zimmer. Und legen uns dort erstmal gemütlich pennen. Wie Link sich das verdient hat. Yay. Hi. Na? So. Wo war denn das? Da unten, genau. Ich bin so selten dort. So, hier, Zimmer von Link. Und ich muss mal schauen, ich denke nämlich, hier dürfte sich wieder ein Rubin drin befinden. Jawohl, ein blauer Rubin, gibt 5 Rubine, keine 10. Und, schön zu haben. Gehen wir ins Bett. Bis wann möchten wir schlafen? Einmal bis morgens, bitte. So. Flupp. So gehe ich auch immer ins Bett. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal. Als erstes würde ich vorschlagen, dass wir nochmal beim Bazar vorbeischauen. Denn dort gibt es vielleicht das ein oder andere nützliche Dingens für uns. Mal gucken. Da lang. Hier unten, ich packe schon mal mein Fangnetz aus. Nein, ja. Nein, jawohl. Okay. Ein Himmelsfalter. Schön. Nehmen wir mit. 17 Stück haben wir davon schon. Okay. Und du auch noch. Haha. Okay, prima. Hoch. Auf zum Bazar. Da wollte ich hin. Da gehen wir auch hin. Und ich denke, wir können dann auch nochmal in Terrys Shop vorbeischauen. Einfach um zu gucken, ob er was Neues für uns hat. Jetzt reden wir erstmal mit der Dame vom Item-Ablage-Gedöns. Willkommen im Item-Lager. Sag bloß, du bist nur meinetwegen hierher gekommen. Hihi. Aber sag mal, willst du denn das Item-Lager nutzen? Ja. Also gut, nur zu. Ich hab mir's anders überlegt. Ja, ja, vielen Dank und so. Ha. Gut, hast du denn was Neues für uns? Du hast natürlich was Neues für uns. Ja, okay, was hast du denn zu sagen?
Ah, ihr kommt gerade richtig, Wärter her. Ich habe ein neues Item im Sortiment. Ihr könnt nun eine kleine Bombentasche erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Nein, geh weg. Kusch. Tränke haben wir auch keine neue, aber vielleicht können wir mal unseren Wundertrank aufbessern. Einfach, dass man mal sieht, wie das aussieht. Ja. So, gucken wir mal. Ich habe nämlich die Rezepte, die man dafür braucht, wirklich nicht im Kopf. Nee, wir brauchen dafür noch Dekobienen. Haben wir nicht. Also keinen verbesserten Trank für uns. Immer noch nicht. Ich werde euch noch zeigen, wie das aussieht. Allerdings kann ich eben noch nicht sagen. Wann haben wir denn Items, die wir verbessern können? Gucken wir mal. Schild brauchen wir nicht reparieren. Items verbessern. Okay. Das. Nee. Die Schleuder fehlen noch Hinsterhalbmonde. Finsterhalbmonde. Aber wir können den Schild verbessern. Haha. Mit dem Eldin-Erz, den Monsterclown und dem Schmuckschädel. Werden wir doch so gleich mal tun. 50 Rubine kostet das Ganze. Ja, ja, kein Problem. Okay. Alles klar. Auch wenn man dazu sagen muss, für das nächste Gebiet ist der Eisenschild eigentlich nicht so zu empfehlen. Aber zumindest haben wir dann mal gesehen, wie so ein verbesserter Eisenschild denn aussieht. Und tada! Hält mehr aus als sein Vorgänger. Das ist natürlich sehr, sehr schick. Schauen wir mal, können wir ihn vielleicht gleich nochmal verbessern? Nee, dafür brauchen wir Wüstengras, da kommen wir jetzt noch nicht ran. Aber später. Und Wüstengras wollen wir haben. Verdammt viel davon. So, du sollst den Schild bitte anlegen. Und jetzt sehen wir schon, der Balken dieses Schildes ist entsprechend gewachsen. Und ja, er hält einfach mehr aus. Was jetzt in meinem Fall nicht viel bringt, da ich den Schild eh nicht großartig benutze. Aber naja, gut. Man will ja alles mal gezeigt haben, nicht wahr? So, dann schauen wir jetzt mal bei Terry vorbei. Habe ich noch Kerne in der Schleuder? Jawohl, habe ich. So, komm her, du. Und zack. Jawohl. Prima. Wunderbar. Ja, wo ist das Seil? Da unten. Ja. Und hepp. Gucken wir doch mal. Hui, ich dreh mich. Und zack. Und rein da. So, lieber Terry, was hast du denn für uns? Du hast eine Abenteurertasche für uns und du hast einen größeren Rubinenbeutel für uns. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt für das, was ich vorhabe. Eine Zusatzgeldbörse für 300 Rubine mehr kostet 100 Rubine. Nehmen wir natürlich mit. Yay! Wunderbar! Sehr schön, damit können wir jetzt nochmal 300 Rubine mehr tragen. Das Herzmedaillon kostete, glaube ich, 1000. Oder? 800. Nee, können wir noch nicht kaufen. Werden wir aber definitiv noch. Und die Abenteurertasche kostet 300. Nehmen wir mit. Sehr schön. Damit können wir noch ein weiteres Item mit uns führen. Damit haben wir die Tasche schon um 2 Plätze erweitert. Und wir sehen schon, noch 2 Taschen werden wir finden. Und was war da hinten das nochmal? Das war die Käfermedaille, beziehungsweise die Insektenmedaille. Zeigt uns an, wo Insekten sich befinden. Aber ja gut, kaufen wir noch nicht. Werden wir noch machen. Das Geld dazu werden wir auf jeden Fall noch bekommen. Okay, das soll es erstmal hier gewesen sein. Wir gehen wieder. Kein Bock mehr auf Terry. Und hepp. So. Dann kurz überlegen, wo wir als nächstes hingehen wollen. Ich würde sagen, die Nebenquests halten wir uns für nächste Folge frei. Wir gehen erstmal auf... Okay, gut, dann beginnen wir halt schon mal die Nebenquests. Wo ist sie bloß hin? Oder wir beginnen sie auch nicht, sondern wir rennen einfach an dem armen Kerl vorbei, der offensichtlich unsere Hilfe braucht. Und schauen uns erstmal an, was wir so ein bisschen an Schatzkisten öffnen können. Jetzt, wo wir... Wo ist eigentlich unsere Markierung? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Kriege ich die nochmal zurück oder eher nicht so?
Das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn ich... ich kann die Markierung wirklich nur zurückholen, wenn ich im Wolkenmeer bin. Na gut, dann schauen wir mal uns das genauer an. Das müsste dahinter sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich weiß nur gerade nicht, ob wir da überhaupt schon hinkommen. Ich glaube nämlich fast nicht, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Glaube ich, kommen wir da noch gar nicht hin. Gucken wir mal. Das müsste hier dahinter gewesen sein. Ja, genau, das ist diese Schatzkiste. Und da kommen wir definitiv noch nicht hin. Warum, sehen wir dann. Aber wir kommen hier noch nicht hin. Wir bekommen noch einen Gegenstand, mit dem wir hier hinkommen werden. Allerdings erst später. Bald, aber später. Dann schauen wir doch jetzt mal ins Wolkenmeer. Denn dort haben wir auch ein paar Schatzkisten geöffnet. Und gucken, was da drin ist. Ich mache das bewusst so, dass ich zuerst mein Geld ausgegeben habe. Denn es kann tatsächlich sein, dass man in diesen Kisten relativ viel Geld findet. Und es wäre ziemlich verschwendet, wenn man die Kisten öffnen würde und die Geldbörse voll wäre. Wäre ein bisschen blöd. Also, schauen wir erstmal darüber und dann sehen wir uns gleich bei der Kiste wieder. So, da vorne sehen wir es schon leuchten. Schauen wir mal, ob wir da unverletzt hinkommen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und... Klatsch. Okay, wir sehen, da drüben ist auch noch eine Kiste, aber da kommen wir noch nicht hin. Erst mit einem Gegenstand, den wir später bekommen werden. Jetzt schauen wir erstmal, was hier in dieser Kiste drin ist. Eine kleine Dekotasche. Yay. Okay, gut, die brauchen wir nicht ganz so dringend, sag ich mal. Schauen wir doch mal, was sich da oben in der Kiste verbirgt. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sehen schon wieder das ominöse Leuchten und eieiei, ein Wirbelsturm. Geh weg. So, gucken wir doch mal, was sich da vorne für uns verbirgt. So, ein bisschen im Sturzflug, schon wieder ein Wirbelsturm. Scheiß Wetter hier, Mann! So, okay, gut. War die Kiste auf der oberen oder der unteren Ebene? Ich lande einfach auf der oberen und dann werde ich es ja sehen. Und wir sehen schon, die Kiste hier leuchtet ganz offensichtlich. Schauen wir doch mal rein. Ein Silberrubin, der 100 Rubine wert ist. Yay! Und hepp. So, hier können wir noch nicht allzu viel weiter machen hier unten. Allerdings sollten wir uns auch diese Insel so ein bisschen vormerken. Da gibt es nämlich später auch noch. Ich denke, es war eine Göttinnenkiste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, und als nächstes haben wir nur noch diese Insel hier vor uns. Da werde ich jetzt aber auch keinen Schnitt setzen, denn so weit weg ist die nicht. Da in der Richtung. Okay, gut. So, schauen wir mal, ob wir da oben den Boost noch mitnehmen können. Und dann sollte das relativ flott funktionieren. Geh mir aus dem Weg, Mann! Du fliegst mir voll im Weg rum! So. Ja. Und... Wuppapapapa. Jetzt hat er aber ganz schön Gas gegeben hier. Ich denke, es war hier auf der Rückseite, wenn mich nicht alles täuscht. So, klettern wir darüber. Was kann schon schief gehen? Ist ja fast nicht hoch oder so. Und zack. Und hier haben wir die nächste Kiste. Mit der Schatzmedaille. Wenn man diese dabei hat, wird man, wie der Text schon gesagt hat, öfter auf Schätze, das heißt auf Materialien treffen, wie eben die blauen, die blauen Vogelfedern vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber die natürlich auch. Eben diese Materialien, die man zum Aufwerten von Gegenständen braucht, diese wird man häufiger antreffen, solange diese Medaille im Abenteurerbeutel vorhanden ist. Hier sehen wir schon, können wir mit der Bombentasche ein bisschen was aufsprengen. Das werden wir auch tun.
Mach Boom! Und dahinter befindet sich noch eine Kiste, die wir allerdings noch nicht öffnen können. Gut, jetzt wo das erledigt ist, würde ich sagen, da haben wir alles. Schauen wir zurück zum Wolkenhort. Ja, einmal zurück. So, einmal zurück zum Wolkenhort. Und hepp. So, den nehmen wir noch mit. Kleiner Boost ist immerhin ein kleiner Boost. Okay. Und da vorne sehen wir ihn schon. Gar nicht mal so weit weg. Ein Sturzflug hier rein. Woohoo! Also ich muss sagen, rein vom Feeling her, sag ich mal, gefällt mir das Wolkenmeer schon besser als das große Meer in Wind Waker. Allerdings ist es leider halt auch so, dass man im Wolkenmeer wesentlich weniger zu entdecken hat, meiner Meinung nach, als im Wind Waker Meer. Finde ich ein bisschen schade, aber trotz allem macht es einfach Spaß, hier so ein bisschen rumzufliegen. Ich finde das schön. Schön ist das hier. So, damit sind wir auch schon am Wolkenhort. Und ich würde sagen, wir landen dann bei dem kleinen Turm da vorne. Upp. Und Absprung. Yay! Gut. Und jetzt nur noch mal, um zu überprüfen, ob ich nichts übersehen habe. Ich glaube allerdings nicht. Nee. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal machen wir uns dann auf, diesem armen Kerl hier zu helfen. Und schauen einfach mal, was er von uns braucht. Jetzt würde ich erstmal sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.